ganz wichtig vielleicht vor, als Einleitung. Ihr seid die Ersten! Super! Super! Gut, hätten wir das einmal. Das da hinten ist der Jaro, mein 10 Monate alter Sohn. Und er hat etwas damit zu tun, warum ich hier heute stehe. Ich möchte nicht, wenn er mich in 5 Jahren fragt, Papa, als das damals war, mit dieser Krise in der Ukraine und mit der Angst der Menschen, hast du da etwas getan? Hast du etwas getan, um diesen Konflikt nicht eskalieren zu lassen? Und ich kann heute sagen, ja, ich tue etwas. Und ihr tut auch etwas. Und ihr tut das Richtige. Wir stehen hier auf der Straße. Es ist unser Recht, hier zu stehen. Noch sind wir relativ wenige. Aber täuscht euch nicht. Täuscht euch nicht. Diese Bewegung verbindet. Das ist das Tolle daran. Sie verbindet. Sie verbindet verschiedene Religionen. Sie verbindet verschiedene politische Ansichten. Ich bin mir sicher, unter uns finden sich nicht nur Wähler einer einzigen Partei. Ich bin mir sicher, es finden sich kreuz und quer, kraut und drüben, hier eine bunte Menschenansammlung. Und genau das ist es, worum es geht. Wir sind hier parteilos. Parteilos, das kann sich ein Österreicher heutzutage kaum noch vorstellen, weil die Parteien sind so ziemlich das Einzige, was in den Medien bei uns Rang und Namen hat. Aber ich denke wirklich, dass diese Parteilosigkeit, dass das unsere allergrößte Stärke ist. Es gibt Bemühungen in Deutschland, diese Bewegung entweder tot zu sprechen, sie schlecht zu reden, einzelne Köpfe aus der Bewegung mundtot und ruftot zu machen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das alles hilft uns, das unterstützt uns. Und das Wichtigste, das Allerwichtigste, ihr steht heute hier, weil ihr euch dazu entschlossen habt, dem nicht mehr zuzuschauen. Wir schauen dem nicht mehr zu. Wir wollen nicht mehr diese einseitige Berichterstattung. Habt ihr euch die Medien angesehen, die Mainstream-Medien in den letzten Tagen zur Ukraine-Krise? Jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, jeder von euch hat etwas davon gelesen. Ich glaube, dem einen oder anderen von uns ist dabei die Galle hochgekommen. So, warum? Warum ist uns dabei die Galle hochgekommen? Weil wir es nicht glauben können. Obwohl wir alle, die wir hier stehen, schon so gewöhnt sind an das Futter der Mainstream-Medien und normalerweise alles brav abnicken, selbst uns oder selbst vielen von uns, die normalerweise vielleicht nicht alles hinterfragen, denken sich, was soll das? Was soll das? Warum schreibt die ORF-Online-Redaktion einen Artikel, bitte ORF-Online ist, glaube ich, NewsORF.at ist, glaube ich, die meistbesuchte Informationsseite in Österreich. Warum schreiben die einen Artikel mit dem Titel, dieser Artikel war bitte eine Zusammenfassung der 4-stündigen Fernsehdiskussion von Putin, warum schreiben die als Überschrift, als Titel Abschied an den Westen? Was soll das Abschied an den Westen? Sollen wir uns von den Russen verabschieden, weil sie bald ausgebombt werden? Oder was soll der Scheiß? Ich glaube, vielen von uns geht es heute so, dass wir etwas, was vor 100 Jahren passiert ist, und dann noch einmal vor in etwa 70 Jahren, wir wollen das nicht nochmal. Und wir haben die Befürchtung, dass es so weit kommen könnte. Deswegen stehen wir heute hier. Aber wenn man sich solche Entwicklungen ansieht, dann muss man natürlich auch immer hinterfragen, wie ist es dazu gekommen? Wie kommt es dazu, dass grundsätzlich sich vertragende Völker, Brüder, Familien, die miteinander zusammengehören, sowohl in der Ukraine als auch in Russland. Wie kann es sein, dass hier plötzlich ein Konflikt entsteht, der droht, die Ukraine zu spalten und nicht nur das, man muss dahinter blicken. Das, was hier passiert, ist tatsächlich ein Heranrücken der NATO an die russische Grenze. Man kann jetzt darüber denken, was man will.
wie es dazu kommt, etc. Aber hinter diesem Konflikt stehen noch viel, viel mehr. Hinter diesem Konflikt stehen wirtschaftliche Interessen. Hinter diesem Konflikt stehen ekelhafte, wirklich ganz, ganz ekelhafte Interessen, die hier vertreten werden und die es einfach gilt zu hinterfragen. Warum hören wir in unseren Mainstream-Medien nichts davon? Warum? Warum hören wir nichts davon? Warum hören wir nichts davon, dass jetzt urplötzlich Gas in südlich von Zypern gefördert wird und wir dieses Gas jetzt kaufen sollen statt dem russischen Gas? Warum hören wir nichts davon? Richtig, Fracking, nächstes Beispiel. Warum hören wir nichts davon? Und ich glaube wirklich, je mehr Menschen auf die Straße gehen, je mehr Menschen sagen, ich bezahle nicht für diesen Mist, ich kaufe diese Zeitung nicht, ich bezahle keine Gebühren für diesen Blödsinn. Ich möchte eine vollständige, neutrale Berichterstattung. Ich möchte, wenn möglichst, verschiedenste Parteien anhören. Aber seien wir uns ehrlich, im Moment sieht es ziemlich hoffnungslos aus, was das betrifft. Hat jemand von euch zufällig das Interview gesehen von Jutta Dittfurth auf Dreisat Kulturzeit? Ja. Gut. Ich glaube, wenn jemand Journalismus studiert, wird er höchstwahrscheinlich im ersten Semester eines lernen. Und das heißt, wenn es um Konflikte geht, dann lade ich beide Parteien ein. Oder ich interviewe beide Parteien. Was ist hier passiert? Hier ist eine grüne Politikerin zu ihrer persönlichen Meinung, bitte, zu ihrer persönlichen Meinung befragt worden und das ist als die Wahrheit verkauft worden. Das ist absolut ekelhaft. Das ist ekelhaft. Das wollen wir so nicht. Wir wollen uns nicht so darstellen lassen in den Medien. Diese Bewegung ist alles andere als antisemitisch, alles andere als faschistisch, sondern wir hinterfragen das System. Ein System zu hinterfragen bedeutet, dass so ziemlich jeder, der in diesem System irgendetwas zu sagen hat, uns bekämpfen wird. So viel ist sicher. Wenn wir sprechen beispielsweise von der Federal Reserve Bank und wenn wir einfach nur in Frage stellen, und ich glaube, das ist das Recht jedes einzelnen Bürgers, wenn wir einfach nur in Frage stellen, kann es sein, dass dieses Geldsystem, dieses Zentralbankensystem, das heute praktisch weltweit im Einsatz ist, kann es sein, dass dieses System ganze Völker aufeinander hetzt, weil sie verschuldet sind? Kann das sein? Und ich glaube, das ist eine berechtigte Frage. Warum dürfen wir diese Fragen nicht stellen? Warum wird uns dann gleich unterstellt, wir wären Antisemiten? Das ist doch absolut absurd, das hat doch nichts damit zu tun. Ich glaube wirklich, der einzige Weg, um hier genügend Potenzial, um hier genügend Moment zu schaffen, damit viele, viele Menschen dieselben Fragen stellen wie wir, beispielsweise, was hat das Freihandelsabkommen, das derzeit verhandelt wird zwischen der EU und den USA, was kann das eventuell auch zu tun haben mit dem Ukraine-Konflikt, der hier gerade abläuft? Kann es damit zu tun haben, dass hier Interessen vertreten werden? Kann es sein, dass die Russen auf der Krim genauso nur ihre eigenen Interessen verfolgt haben? Ist das deswegen Terrorismus? Ist das deswegen ein Verbrechen? Warum ist das einseitig in Ordnung und auf der anderen Seite nicht in Ordnung? Wie kann das sein? Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass jeder von uns beginnt, solche Fragen zu stellen. Ich selbst habe jahrelang einfach nur konsumiert. Ich habe konsumiert, ich habe die Medien als das angenommen, was sie sind. Ich selber habe nicht die Zeit, jeden Tag zig alternative Quellen zu durchsuchen, um ein Fünkchen Wahrheit herauszufinden. Ich muss mich verlassen darauf, dass die Medien, dass die Reporter, dass die Journalisten diese Arbeit für mich übernehmen. Aber das ist im Moment einfach nicht so. Und wir müssen weiterhin diese Fragen stellen. Warum ist das so?
Warum ist das so? Richtig, ändern! Komm her! Ich möchte noch mal kurz etwas sagen zum Zentralbankensystem. Wer von euch, jetzt mal ganz ehrlich, ja, wir können hier wirklich die Hosen runterlassen, wer von euch hat einen Kredit bei einer Bank? Sei es Giro, am Girokonto etc. Traut euch, zeigt einfach auf. Wer von euch hat einen Kredit? Okay. Was habt ihr gedacht an dem Tag, als ihr die Summe ausbezahlt bekommen habt? Was glaubt ihr, woher stammt dieses Geld? Stammt das von der Oma, die vorher in diese Bank reingegangen ist und ihr Erspartes dort angelegt hat? Oder stammt es von einer internationalen Investorengruppe, die dort vielleicht ihr Kapital angelegt hat? Und die Antwort ist ganz einfach, nein, das Geld ist aus dem Nichts erstanden. Das Geld ist aus reiner Luft entstanden. Das ist unfassbar. Ich war wirklich lange Jahre der Meinung, dass die österreichische Zentralbank und der österreichische Staat mit dem Drucken von Geldscheinen und mit dem Pressen von Münzen natürlich auch das Monopol auf das Erstellen von virtuellem, von Cybergeld hat. Aber so ist es nicht. Sondern dieses Geld entsteht aus dem Nichts. Banken erzeugen, nicht nur in Österreich, in der EU, weltweit, praktisch heutzutage die gesamte neue Geldmenge, die in einem Staat entsteht. Das ist doch verrückt. Und das Verrückteste daran ist, dieses Geld hat ja nur einen einzigen Zweck. Es soll ja nicht mal großartig in den Kreislauf kommen, sondern dieses Geld hat den Zweck, du sollst diesen Kredit nehmen und du sollst ihn zurückbezahlen und die Bank soll dafür Zinsen einbeziehen. Zinsen. Hier geht es wirklich um eine reine Profitgier. Das hat doch nichts mit einem souveränen Staat zu tun, wenn ich davon abhängig bin, ob die Bank hier Geld fiktiv erschafft oder nicht. Das ist doch verrückt. Das hat ja nichts mit einer Wertschöpfung zu tun. Und die Banken erhalten dafür natürlich über unsere Zinsen eine nette Marie, wie man auf Wienerisch so schön sagt. Ich bin wirklich schockiert. Ich denke, wenn vielen Menschen das bewusst wäre, alleine dieser Umstand, dass dieses Geld, wofür sie dann hart arbeiten, um es zurückzuzahlen, aus dem Nichts entsteht, wenn die Leute verstehen würden, wenn das Volk verstehen würde, wie unser heutiges Finanzsystem funktioniert, hätten wir eine Revolution noch morgen früh. Heute ist morgen. Heute. Wir brauchen eine Revolution. Wir brauchen eine Revolution, was dieses verrückte Geldsystem betrifft. Die Technik ist nicht die beste hier. Ja, ganz wichtige Info, danke. In Österreich tut sich auch tatsächlich etwas. Über diesen Kreditopferverein wurden, ich glaube, es waren also 2000 Kläger quasi gesammelt. Es gibt leider in Österreich juristisch nicht diese Sammelklage in dem Sinne. Wurden 2000 Kläger gesammelt, die aufgrund dieses Umstandes zu sagen, die Bank hat für mich keinen Gegenwert geschaffen, die hat für mich keine Leistung erbracht. Warum muss ich dieser Bank die horrenden Zinsen bezahlen? Und hat gegen diese Praxis hat dieser Verband eben sehr, sehr viele Klagen oder wird jetzt sehr viele Klagen einbringen. Und bitte, jeder von euch, der ebenfalls betroffen ist, der einen Kredit hat, bitte meldet euch bei diesem Verband. Hast du nochmal genauere Infos dazu? Ja, also der Kreditopferverband, der fängt an zum Handeln, wenn sie 2000 Kläger haben. Sie haben vor anderthalb Monaten noch keine Werbung dafür gemacht und trotzdem 200... Ups, und sie haben trotzdem 250 Kläger schon. In den letzten anderthalb Monaten sind sämtliche dazugekommen, aber beim letzten Human Way-Treffen ist kein Zeug genannt worden, wie viel sie schon haben. Aber sie werben seit anderthalb Monaten, ich habe viele Flyer verteilt, viele Freunde von mir sind auch schon dabei. Und es schaut so aus, dass in erster Instanz der Libor und Euribor angefechtet wird und in zweiter Instanz, dass man den Kredit gar nicht zurückzahlt. Ja.
Das gibt es auch in Deutschland, da heißt das Geld Hand zu. Und bei Geld Hand zu ist es halt so gewesen, dass die Fälle gleich einzeln nehmen. Und da ist auch was gepostet worden auf Facebook, einfach ein abfotografierter Brief vom Gericht, wo auf hochgestochen drinnen steht, dass dem Kläger nichts passiert. Er hat das Geld gehabt, er hat es ausgegeben, das passt und das ist abgeschlossen. Und so wäre es dann da auch. Aber wir fangen jetzt bei 2000 an, weil das so ein geiler, ordentlicher Schub ist. Ja. Super! Gut. Genug von mir selbst jetzt. Das ist eine Open-Mic-Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob jemand von euch weiß, was das ist. Das bedeutet, jeder von euch kann hier nach vorne kommen und etwas sagen. Und ihr solltet auch wirklich diese Möglichkeit in Anspruch nehmen. Nur eines vorneweg, wie gesagt. Diese Bewegung wurde in Deutschland massiv angefechtet. Warum? Es hat nicht unbedingt etwas zu tun mit den Reden, die bei den Mahnwachen gehalten wurden. Es hat eher etwas zu tun mit Forumsbeiträgen, mit Facebook-Einträgen etc. Da tummeln sich natürlich diverse Informationen, die hier gepostet werden. Mein Appell an euch ist, hinterfragt einfach alles. Hinterfragt alles, egal ob es aus Quellen stammt, wo ihr denkt, ja, die ist vertrauenswürdig, ob es aus der Bewegung stammt, ob es aus den Mainstream-Medien stammt, hinterfragt einfach alles. Bildet euch eure eigene Meinung. Sagt ihr schon das Wort bilden? Ihr müsst euch eure eigene Meinung bilden. Liest Bücher dazu. Nicht nur Videos auf YouTube oder sonstiges. Liest Bücher. Es gibt unheimlich gute Bücher, die wirklich ganz simpel und verständlich beispielsweise erklären, wie das heutige Zentralbankensystem funktioniert. Bitte, nehmt nichts, was auch hier gesagt wird, einfach nur auf, sondern hinterfragt alles. Und ich möchte jetzt wirklich jeden von euch die Möglichkeit bieten, nach vorne zu kommen. Nehmt euch ein paar Minuten Redezeit, sagt etwas. Vielen Dank. Super, danke. Bitte kommt nach vorne, traut euch. Ich glaube, jeder von uns hat etwas zu sagen zum Thema Frieden, zum Thema, glauben wir, dass der Friede jetzt in dieser heutigen Situation gewahrt bleibt? Was glauben wir, wie wird es weitergehen in der Ukraine? Kommt einfach nach vorne, sagt etwas dazu, spricht euch einfach alles von der Seele. Wir sind heute total informell, also Kumpzvierer. Ich habe jetzt gerade vorher noch einen ganz interessanten Satz gehört, der da gefallen ist. Schuldgeld, oder ein interessanter Begriff, Schuldgeld. Meiner Meinung nach ist dieser Begriff absolut richtig, Schuldgeld, denn aufgrund des Zentralbankensystems ist praktisch jeder Euro, den ihr in der Tasche habt, Schuld bei jemandem. Also Money is Debt. Und das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wie erzeugen Banken fiktives Geld? Es ist relativ einfach, die Rechnung kann wirklich jeder nachvollziehen. Wenn jemand zu einer Bank geht und 1000 Euro dort hinterlegt, dann könnte diese Bank natürlich theoretisch nur diese 1000 Euro als neuen Kredit vergeben. Jetzt ist aber die Bank schlau und weiß, aha, ich könnte ja diese 1000 Euro, die in meine Mindesteinlage wandern, könnte ich ja mehrfach vergeben. Und das ist nicht illegal, das ist auch nicht unerwünscht, sondern das ist tatsächlich beispielsweise in den USA das Zentralbankensystem, wo sogar von der Fed selbst vorgegeben wird, dass dieses Fractional Reserve Lending mit einer Rate von 9 zu 1 stattfinden soll. Was so viel heißt wie, von diesen 1000 Euro oder Dollar, die tatsächlich dann bei der Bank liegen, die werden 9-fach vergeben. Das heißt, 8000 sind fiktiv, wenn man so will. Das endet aber natürlich in diesem Kreislauf nicht, denn diese 9000 Dollar kommen, wandern irgendwo zu einer nächsten Bank und diese Bank macht dann genau dasselbe damit, multipliziert mit 9, etc., etc., etc. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wohin das landet. Das heißt auf Deutsch, jeder einzelne Dollar, den die Fed in das Geldsystem pumpt, der wird praktisch verhundertfacht am Ende des Tages. Ja? Das heißt, hundertfach wird dieses High-Power-Money virtuell aufgeblasen. Und dann fragt man sich schon, wenn heutzutage ständig die Rede ist von Schuldenblasen, von Krisenblasen.
Entschuldigung, das ist doch in dem System so vorgesehen. Das muss doch jeder verstehen, dass wenn sich Banken irgendwann mal verzetteln und beispielsweise wie die Goldman Sachs Bank beginnen, dieses Geld in Raten von 64 zu 1 zu vergeben, das heißt 64 mal fiktives Geld, dass da irgendwann eine Blase entsteht, die mal platzt. Stellt euch mal vor, plötzlich stehen alle Amerikaner gleichzeitig bei der Bank und sagen, hey, hallo, übrigens, ich würde jetzt gerne meine Spareinlagen wieder abheben. Katastrophe. Das ist in diesem System vorgesehen. Krisen sind in diesem System vorgesehen und es zeigt uns die Historie, wenn man sich das ansieht, dass es diese Krisen immer wieder in ähnlichen Intervallen gibt. Und da frage ich mich ernsthaft, wenn jetzt die gesamte Welt ihren Geldverkehr und ihre Geldpolitik auf so ein System stützt, dann muss das doch bedeuten, dass wir alle in einem Rattenrennen sind. In einem Rattenrennen um die nächste Krise. Wer ist schneller? Wer verdaut es besser? Wer frisst es am Ende? Wer frisst am Ende diese Blase, die zerplatzt und irgendjemand muss es dann bezahlen? Es ist ein einziges Rennen, dieses System bewirkt, dass wir alle auf Wirtschaftswachstum absolut angewiesen sind. Da finde ich auch einen ganz interessanten Kommentar, den Ken Jebsen zu bei einer Montagsdemo dazu abgegeben hat. Er hat gesagt, uns wird ständig propagiert in den Medien, ja, so 3% Wirtschaftswachstum pro Jahr, das ist was Feines, das ist verträglich, das ist auch ökologisch verträglich. 3%, das klingt irgendwie so angenehm linear, 3%. Aber Leute, 3% jedes Jahr ist eine exponentielle Kurve. Das ist eine exponentielle Kurve, das bedeutet, es muss immer wieder in diesen Rattenrennen enden. Es muss immer wieder an diesem Punkt enden, wo eine Krise stattfindet. Das ist doch verrückt, dass die gesamte Welt auf dieses System setzt. Aber eines würde mich jetzt wirklich interessieren. Wer von euch, ich denke mal, einige von uns haben hier einen höheren Schulabschluss oder eine Universitätsausbildung, viele sicher auch im wirtschaftlichen Bereich. Wer von euch hat jemals im Studium von diesem Fractional Reserve Lending gehört? Ganz ehrlich? Ich glaube, die wenigsten. Die allerwenigsten. Und warum ist das so? Ich verstehe es nicht. Oh, da ist einer! Da ist einer! Outet dich! Okay. Und was hast du dir damals dabei gedacht? Das Witzige war, dass man gar nichts dabei gedacht hat. Aber nach ein paar Jahren sind wir eigentlich dahinter. Gut, dass du das sagst. Ja, im ersten Moment denkt man sich nichts. Warum? Weil wir uns denken, das haben wahnsinnig intelligente Köpfe entworfen, die schon wissen werden, warum, oder? Die werden schon wissen, warum. Aber ganz ehrlich, wenn wir beginnen, das zu hinterfragen und uns denken, warum haben Banken diese Macht? Warum haben Banken diese Macht, diese Geldmenge zu steuern? Und hier geht es wirklich auch um einen größeren Faktor. Mit Geldmenge steuern meine ich wirklich in einem Ausmaß, dass es eine ganze Wirtschaft entweder in eine Hyperinflation oder in eine völlige Depression stürzen kann. Wie kann das sein? Wo ist da die Kontrolle? Informiert euch. Informiert euch darüber. Es ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, wenn man verstehen will, was ist der Hintergrund? Was ist es wirklich, das unseren Frieden in Frage stellt? Was ist es, was hier an Interessen vertreten wird in der Ukraine-Krise? Informiert euch wirklich gut, frisst nicht einfach alles, was ihr so lesen und hören könnt. Bitte! Ich möchte jetzt nochmal auf die Ukraine-Krise zu sprechen kommen, weil ich es wirklich ganz pervers finde, wie hier ganze Völker aufeinander gehetzt werden. Ganz schlimm finde ich Wortlaute, die man wirklich in grundsätzlichen Qualitätszeitungen auch lesen kann. Wie beispielsweise der Russe. Der Russe. Es gibt nur einen. Der Russe. Der Böse. Oh. Ja?
Entschuldigung bitte, das ist doch keine homogene Masse. Das ist genauso, wie es nicht den Österreicher gibt. Bitte, habt ihr schon mal festgestellt, was für wahnsinnige Unterschiede es zwischen Vorarlberg und Wien gibt? Ich glaube, jeder kennt die. Und wir sind ein kleines Land. Zwischen Wien und Wien auch schon, danke, ja. Also bitte, solche Hetzen wie der Russe, das ist doch verrückt. Das hat doch bitte nichts mit Völkerverständigung zu tun. Das hat doch bitte nichts damit zu tun, dass wir uns miteinander auseinandersetzen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir mit den Russen, denn es sind die Russen, es sind verdammt viele. Es hat nichts damit zu tun, dass wir mit den Russen sprechen. Was glaubt ihr, wie es denen da drüben geht gerade? Die bekommen natürlich genauso Propaganda aufgetischt, genauso wie wir westliche Propaganda aufgetischt bekommen. Und die versuchen sich genauso wie wir aus dieser Umklammerung zu lösen. Versuchen sich aus der Umklammerung zu lösen und über andere Quellen Informationen herbeizuschaffen. Wir sollten doch bitte direkt mit diesen Menschen sprechen. Wir sollten uns doch nicht darauf verlassen, dass Politiker, NGOs, Gutmenschen, dass die das schon für uns regeln werden. Darauf dürfen wir uns doch nicht verlassen. Wir müssen direkt mit diesen Menschen sprechen und heutzutage haben wir die Möglichkeit dazu. Wir können ganz leicht das Internet benutzen und mit völlig fremden Russen auch. Das wäre doch mal interessant, oder? So eine Art Dating-Seite für fremde Völker. Triff einen Russen, oder? Also virtuell jetzt im Sinne, ja? Plauder einfach mal mit ihm. Frag ihn, wie es ihm so geht. Wie geht es ihm wirtschaftlich? Was machen die Kinder? Was hält er von der aktuellen Lage? Was hat er an Informationen, die vielleicht uns vorenthalten werden oder umgekehrt? Wir müssen uns vernetzen. Wir müssen uns vernetzen, denn das ist der einzige Ausweg, um aus dieser wahnsinnigen Hetze rauszukommen. Und diese Hetze ist es, die uns in einen gewaltigen Krieg zu treiben droht. Bitte, wir können doch nicht zum dritten Mal denselben Fehler machen, Leute. Wehrt euch dagegen. Wehrt euch! Da drüben steht mein Vater. Er ist vor 40 Jahren über den Eisernen Vorhang geflohen, nach Österreich, hat hier eine Heimat gefunden. Aber er weiß, was es bedeutet, wenn man Familie hinter einem eisernen Vorhang hat. Er selbst hat seine Eltern beispielsweise jahrelang nicht gesehen. Der einzige Kontakt war, über ein Fernglas, über einen Grenzfluss quasi rüber zu winken. Das klingt für uns jetzt ziemlich abstrakt, aber so abstrakt ist es gar nicht. Lest mal bitte zwischen den Zeilen. Wenn hier jetzt potenziell die NATO an die russischen Grenzen heranrückt, man kann jetzt sagen, was man will, wer daran Schuld hat, ob dann tatsächlich ein Konflikt eskaliert oder nicht. Aber was vorprogrammiert ist, dass ganz einfach Grenzen dicht gemacht werden. Dass ganz einfach Grenzen gezogen werden, dass Grenzzäune hochgezogen werden, dass hier patrouilliert wird, dass wir wieder einen neuen eisernen Vorhang haben. Das Verrückte ist aber, die Russen gehören genauso zu uns, zu Europa. Genauso. Natürlich genau. Bitte steig ins Auto und fahr Richtung Osten oder Nordosten. Irgendwann wirst du an der russischen Grenze landen. Es ist nicht weit weg, bitte. Leute, ihr müsst kein Flugzeug besteigen. Ja? Und jetzt droht uns etwas, nämlich eine Spaltung. Eine Spaltung, dass wir noch einmal einen eisernen Vorhang haben. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so, wenn ich sage, nein, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen uns verständigen. Wir wollen uns verständigen mit den Russen, mit den Ukrainern. Wir wollen miteinander sprechen. Diese Hetze führt doch zu nichts. Wozu führt sie? Sie führt zu einer Eskalation. Und fragt jedes Mal, wenn ihr wieder mal einen Artikel beispielsweise in der kleinen Zeitung, in der Süddeutschen, in der FAZ, in der Taz, wenn ihr den lest und dort liest, was hat Putin vor? Oh. Fragt euch jedes Mal, wer profitiert von dieser Meldung? Wer profitiert davon, dass wir Angst bekommen vor den Russen und möglichst nicht mehr mit ihnen sprechen? Wer ist es, der davon profitiert? Ich habe für euch heute keine Antwort dazu. Hinterfragt es jedes Mal. Wer profitiert davon? Wer profitiert davon, dass ukrainische Panzer
in den Osten geschickt werden, um dort Separatisten oder seit neuestem nennt man sie ja sogar Terroristen, dort abzuknallen. Wer profitiert davon? Das ukrainische Volk? Also ganz ehrlich, ja, alleine wenn ich mir vorstelle, hier, dass hier ein Massaker stattfinden könnte, das Gott sei Dank bisher ausgeblieben ist. Wie lange braucht denn so ein Volk, um so etwas zu verdauen? Also bitte, im Sinne des ukrainischen Volkes ist es natürlich nicht. Wer profitiert davon? Wer profitiert von dieser Eskalation? Waffenindustrie, danke. Natürlich. Die Waffenindustrie hat absolut ein Interesse daran, dass ihre Waffen, die hochgezüchtet sind, auch eingesetzt werden. Pharmaindustrie. Pharmaindustrie! Ja, im Ersten Weltkrieg profitiert, ja, im Zweiten Weltkrieg profitiert. Ja, durchaus. Bitte? Finanzeliten, durchaus. Absolut. Absolut, es muss danach wieder aufgebaut werden, wunderbar. Es wird abgelenkt von anderen Krisensituationen, ob es jetzt in der Finanzwelt ist oder im Sozialstaat. Wunderbar, es wird abgelenkt. Leute mit Arbeit sterben, Arbeitslose kriegen Arbeit und weniger Arbeitslosen hat weniger Sozialstaat. Richtig, genau. Wen schicken wir in den Krieg? Und ich meine, und mit wir meine ich wirklich tatsächlich wir als Europa, denn ich meine, Österreich ist zwar kein NATO-Staat, aber schaut euch mal unsere deutschen Freunde an. Die haben wirklich Angst, dass die da ihre Söhne da hinschicken müssen, ja? Wer profitiert davon? Da werden Leute abgeknallt. Da wird zerbombt. Dann muss man wieder aufbauen. Wunderbar. Wer profitiert davon? Wer profitiert? Die größte Macht der Welt profitiert davon, okay? Die uns alle abhört. Gut. Das ist die. Ja, die uns alle abhört. Das ist auch richtig, ja. Ich denke tatsächlich, dass es hier in diesem Konflikt sehr, sehr viele Parteien gibt. Parteien im Sinne von jemand, der Partei ergreift. Ich denke, dass es hier viele, viele Aggressoren gibt. Und das, was uns präsentiert wird, ist 2% davon vielleicht. Wir können den Gesamtzusammenhang gar nicht verstehen aus dem, was uns gefüttert wird. Und dagegen wehren wir uns. Ich möchte euch ein Beispiel nennen, wo meiner Meinung nach mit zweierlei Maß gemessen wird. Als die Demonstranten auf dem Maidanplatz, und sie wurden auch schon damals in den Massenmedien Demonstranten genannt, als die Demonstranten damals auf dem Maidanplatz riesige Haufen entzündet haben und unter anderem auch, und damit möchte ich jetzt wirklich nicht diese gesamte Bewegung verunglimpfen, aber es ist inzwischen bewiesen, dass einige diese Aktivisten auch tatsächlich mit scharfer Munition auf Polizisten geschossen haben. Wer zuerst begonnen hat, oder ist, das ist jetzt im Moment nicht zu eruieren. Das ist für uns nicht zu durchschauen. Aber Fakt ist, diese Menschen wurden alle pauschal Demonstranten genannt. Interessanterweise, einige Wochen später, besetzen Demonstranten ein lokales Rathaus in der Ostukraine. Aber achtet auf den kleinen, feinen Unterschied. Diese Demonstranten wurden in den Massenmedien nie Demonstranten genannt. Ich habe kein einziges Mal von Demonstranten gehört. Die erste Ausbaustufe war Aktivisten. Da wurde von Aktivisten gesprochen. Die zweite Ausbaustufe war, naja, das sind Separatisten. Separatisten, Vorsicht, denn die wollen natürlich die Ukraine spalten. Egal. Separatisten. Und die dritte Ausbaustufe, bei der wir jetzt inzwischen angelangt sind, sind einfach Terroristen. Und das ist wichtig, diese Unterscheidung, diese begriffliche Unterscheidung ist wichtig nachzuverfolgen. Warum? Wir haben gelernt in den letzten 10 Jahren, dass Terroristen Abschaum sind. Das ist Vieh. Die kann man abknallen, ohne irgendwelche Gewissensbisse zu haben. Versteht ihr diesen feinen Unterschied? Es ist etwas völlig anderes, ob ich von Demonstranten spreche, die dort ein Gebäude besetzen, oder ob ich von Terroristen spreche, wo natürlich viele, viele Konsumenten dieser Informationen dann das Gefühl haben, naja, zu Recht, das sind ja Terroristen, ab zu ihnen mit den Panzern, eh klar. War ganz große Schlagzeile, Russen, Terroristen kapern ukrainischen Panzer. Ja, kapern. Also man kann sich darunter vorstellen, also wir assoziieren damit, da waren Leute mit Sturmgewehren, die bis an die Zähne bewaffnet waren,
und hier diesen Panzer übernommen haben. Vielleicht sogar die Insassen erschossen haben, man weiß es nicht. Ich habe das nicht glauben können. Ich habe mich informiert und ich habe gesehen, inzwischen kann Gott sei Dank heutzutage jeder Handyvideos hochladen. Es kann jeder etwas posten. Es kann jeder im Forum etwas schreiben. Und dort sehe ich tatsächlich ein Video von der lokalen Bevölkerung selber gedreht, die auf einen ukrainischen Panzer zugehen und den quasi mit bloßen Händen erstmal anhalten. Und so viel verstehe ich auch ein bisschen Russisch, als ich das gesehen und gehört habe. Und auf diese Insassen, bitte, das sind blutjunge ukrainische Soldaten, einsprechen, einreden und sagen, Junge, bitte, du kannst doch nicht auf dein eigenes Volk schießen. Komm, Junge, ich weiß, du hast Hunger, du bist völlig ausgemergelt. Komm, lass es, steig aus, lass uns darüber sprechen. Diese Soldaten hatten natürlich Angst in diesem Panzer. Warum? Ihnen wurden hohe Strafen angedroht, wenn sie desertieren. Sie haben nicht sofort aufgegeben, sie haben aber auch nicht diese Einwohner über den Haufen gefahren, sondern sie haben kehrt gemacht und haben versucht wegzufahren. Aber diese Menschen haben sie nicht fortkommen lassen, und zwar friedlich. Haben gesagt, Junge, bitte, Jungs, ihr seht doch, wahrscheinlich sind manche von euch sogar in der Nähe von hier aufgewachsen. Ihr seht doch, wir sind hier nicht militant. Ihr wollt doch nicht auf uns schießen. Hört auf damit. Und das Ganze hat damit geendet, dass diese ukrainischen Soldaten den Motor dieses Panzers abgedreht haben, ihre Waffen unbrauchbar gemacht haben, damit sie auch niemand anderer benutzen kann, ausgestiegen sind, den Leuten die Hand geschüttelt haben und Brot entgegengenommen haben. Danke. Das ist Mut. Das ist Mut. Mut, Nein zu sagen. Sowohl diese Menschen, die sich mit ihrem bloßen Körper vor den Panzer stellen, sind unglaublich mutig, als auch diese Soldaten, die mit wahnsinnigen Repressalien rechnen mussten. Das ist Mut. Und so einen Mut brauchen wir. Wenn uns Medien, Machthaber aufeinanderhetzen wollen, dann heißt es Mut zeigen. Wie können wir hier, wie wir hier heute stehen, Mut zeigen? Ihr zeigt schon den ersten Mut. Ihr seid hier, obwohl diese Bewegung verunglimpft wird, obwohl wir alle als pauschal als Antisemiten, als Faschisten, als Anti-Amerikaner bezeichnet werden. Aber ihr seid mutig, ihr seid hier, sagt nein, das stimmt so nicht. Wir sind ein bunter, gemischter Haufen und wir haben Mut. Wir sagen Nein! Ich denke wirklich, es reicht nicht, jeden Montag hierher zu kommen. Und vor allem reicht es schon nicht, wenn jemand wie ich dann wahnsinnig lange, super intelligente Reden hält. Ich glaube wirklich, damit diese Bewegung in die Bevölkerung reinkommt, damit dieses Denken, dieses Aufwachen, dieses Hinterfragen, dieses Mut zeigen, damit das ankommt, brauchen wir eine völlig dezentrale Struktur. Ich mache euch einen Vorschlag. Neben diesen Montagsdemonstrationen veranstaltet doch Mahnwachenpartys bei euch zu Hause. Ladet einfach den türkischen Nachbarn ein, den pakistanischen Taxifahrer, eure amerikanische Studienkollegin. Ladet sie ein zu euch. Man kann sich ja gut unterhalten, man kann gut essen, man kann auch Spaß haben, man kann auch durchaus etwas trinken. Warum nicht? Und sprecht miteinander. Sprecht miteinander, wie geht es diesen Menschen? Wie geht es diesen Menschen, die natürlich Kontakt auch zu ihren Familien in der Heimat haben? Macht Mahnwachenpartys. Wir sind doch bitte eine für den Frieden, wir sind eine Pro-Bewegung. Wir sollen doch noch Spaß dran haben und nicht hier in der Kälte nur sitzen. Ich denke, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns insofern dezentralisieren, dass wir keine Köpfe bilden. Und das spreche ich jetzt ganz, ganz bewusst an. Ihr habt bestimmt oder einige von euch mitbekommen, was für eine unglaubliche Medienhetze stattgefunden hat auf die sogenannten Köpfe, auf die Organisatoren der Mahnwachen in Deutschland, speziell in Berlin. Das ist wirklich absolut unmenschlich, was da abgegangen ist. Aber es zeigt uns auch eines. Die Medien haben die Macht dazu und sie werden sie natürlich nutzen, weil sie Angst vor uns haben. Die haben Angst vor uns. Stellt euch das vor, die große Medienmaschinerie weiß sich nicht mehr anders zu helfen, als einzelne Personen völlig ruftot zu machen.
Und diesen Fehler dürfen wir nicht machen. Wir dürfen keine Angriffsfläche bieten. Deswegen bin ich dafür, dass wenn hier jeden Montag etwas stattfindet, dass diese Demonstrationen von vielen, vielen, vielen Personen immer wieder wechselnd organisiert werden, dass hier immer wieder verschiedene Redner hierher kommen, dass wir uns bemühen, aus verschiedenen Bereichen, aus der Wirtschaft, aus der Politik etc., immer wieder verschiedene Redner hierher zu bekommen, damit wir nicht angreifbar werden. Denn auf eines könnt ihr euch gefasst machen. Wenn nächste Woche doppelt so viele Leute hier sind und die Woche darauf 10-mal so viele Leute hier stehen, dann wird das Medienecho nicht auf sich warten lassen. Uns werden nicht nur die Medien kritisieren und angreifen. Uns werden auch sämtliche, und da bin ich mir sicher, sämtliche Parteien kritisieren. Warum? Parteien haben ein Interesse daran, uns zu teilen, die Bevölkerung zu teilen in jeweilige Lager, die sie dann vertreten können. Wo wir sagen müssen, um Gottes Willen, pui, mit denen da drüben, da machen wir nichts. Nee, nee, da vielleicht maximal gehen wir so eine Zähneknirschen in eine Koalition ein, aber das sind Untermenschen, pui. Parteien haben ein Interesse daran, uns zu teilen. Und wenn jetzt eine Bewegung kommt, die sagt, okay, ganz ehrlich, was du privat machst, was du privat für Vorlieben hast, was du privat wählst, ist mir egal, solange du heute hier mit mir stehst und für den Frieden demonstrierst. Alle, und das prophezei ich euch heute schon, alle Parteien werden diese Bewegung kritisieren. Die einen werden sagen, ach, das sind ja Linksfaschisten, für die anderen sind wir dann wieder Rechtsfaschisten, für die konservative Mitte sind wir dann wieder von beiden zu viel. Ja? Jeder wird diese Bewegung kritisieren. Deswegen, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch eine Lehre, die wir auch ziehen müssen aus Deutschland. Wir dürfen, und lasst euch nicht instrumentalisieren von Parteien. Parteien werden natürlich versuchen, wenn diese Bewegung größer wird, und das haben wir in Deutschland gesehen, die ist gewaltig gewachsen, werden versuchen, diese Partei für sich zu vereinnahmen. Werden versuchen zu sagen, entweder es ist alles Mist, oder sie werden sagen, ja, in Wirklichkeit sind wir die Organisatoren oder die federführende Kraft. Das darf nicht passieren. Das ist genau verkehrt. Bitte, achtet darauf, wenn ihr angesprochen werdet von Politikern, von Aktivisten einer Partei, redet mit ihnen, aber lasst euch insofern nicht unterwandern zu sagen, na klar, dann kommt doch bitte hierher und stellt hier beispielsweise ein Plakat der Grünen auf oder der SPÖ oder der FPÖ, ganz egal, BZÖ, was es für eigenartige Auswüchse gibt, ganz egal, lasst euch darauf nicht ein. Wenn euch jemand fragt, warum warst du gestern hier auf dieser Mahnwache? Hat dich da die FPÖ hingeschickt? Ui! Da kannst du ganz klar sagen, nein. Wir sind völlig parteilos. Wir sind, wenn man so will, auch farblos im positiven Sinne. Ja? Wir vertreten keine Farbe. Ihr seht, das ist alles komplett bunt. Lasst euch nicht in etwas hineintreiben. Wir sind parteilos und bleiben parteilos. Und als Abschluss, Satz, bevor ich wirklich jetzt noch jemanden gerne hier hätte, der zumindest zwei Worte sagt, möchte ich euch mitgeben, ihr seid super. Danke. Ich möchte nochmal ganz kurz etwas erwähnen, was ich vorher, glaube ich, nicht erwähnt habe. Ich habe diesen sehr erzürnten Brief an den ORF geschrieben. Und im Nachhinein hat mir dann jemand gesagt, schau mal, derjenige, der das verfasst hat, dieser Redakteur dort, der ist doch genauso nur ein armes Schwein. Das ist doch genauso nur ein armes Schwein, das in diesem System gefangen ist, der in viel zu kurzer Zeit viel zu viel produzieren muss, und zwar Informationen produzieren muss, der einfach angewiesen ist auf Nachrichtenagenturen. Er hat gar nicht mehr die Zeit, er kann sich gar nicht mehr die Zeit nehmen, diesen Mist vorher erstmal durchzufiltern. Vielleicht bekommt er das sogar aufobstruiert, genau diesen Mist dann so zu schreiben. Derjenige, dieser Mensch, dieser Redakteur ist nicht unser Feind. Der steckt da genauso drinnen in diesem System. Wir müssen ihm die Hand reichen. Wir müssen ihm sagen, komm hierher. Komm hierher und sag uns, warum es so ist. Warum kannst du nicht die richtigen oder die wahren Informationen an uns bringen? Was ist es, was es verhindert, dass du deinen Beruf mit Leidenschaft ausführen kannst? Nämlich so, warum hast du den, so wie du den Beruf ergriffen hast?
Komm hierher, wir reichen dir die Hand und lass uns etwas gemeinsam daran ändern. Danke. Ich möchte nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, was jetzt auch rein militärisch während bei diesem Ukraine-Konflikt auf dem Spiel steht. Es stehen sich hier mit der NATO und mit Russland zwei Atommächte gegenüber. Was bedeutet das? Atommacht. Es klingt vielleicht im ersten Moment nicht narrisch bedrohlich, weil wir uns denken, naja gut, Atomwaffensperrvertrag, wenn hier sich zwei gegenüberstehen, die sich gegenseitig auslöschen könnten, dann wird ja schon wohl nichts passieren, oder? Stichwort kalte Hand, also da gab es ja während dem Kalten Krieg sowohl bei den USA als auch bei Russland, also damalige Sowjetunion, gab es Vorkehrungen, die bei einem Erstschlag automatisch einen Gegenschlag ausgelöst hätten, und damit wussten beide Seiten, wenn ich die erste Atombombe starte, die erste Atomrakete, dann werde ich selber auch vernichtet werden. Das klingt jetzt mal so, als könnten wir uns darauf ausruhen und sagen, in diesem Konflikt, wenn er eskaliert und tatsächlich zum ersten Mal ein NATO-Soldat auf einen Russen schießt oder umgekehrt, wird das nicht passieren. Und zwar eben aus dem Grund, die Leute sind ja nicht alle völlig lebensmüde. Aber darauf dürfen wir uns nicht verlassen. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Ich weiß nicht, ob K129 euch etwas sagt. Im Jahre 68 ist K129, ein russisches U-Boot, in der Nähe von Hawaii explodiert unter Wasser. War erstmal relativ unspektakulär. Und erst im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, wobei hier die Sachlage, also es gibt im Prinzip nur Indizien dafür, aber es gibt viele Indizien, die sagen, dass dieses U-Boot, dieses russische U-Boot in irgendeiner Form entführt wurde, wie man es auch immer nennen will. Ja? Also auf alle Fälle war das kein Auftrag, für dieses U-Boot hier in diesen Gewässern zu fahren. Und tatsächlich ist dieses U-Boot explodiert, weil versucht wurde, eine Atomrakete zu starten. Und für einen Start einer Atomrakete braucht man bekanntlich mehrere Sicherheitscodes, um sie zu scharf zu machen und dann auch abzuschießen. Das ist bei den Amerikanern genauso wie bei den Franzosen, wie bei den Russen etc. Und diese Crew, die diese Atomrakete abgeschossen hat, hatte scheinbar nicht alle Codes. Deswegen ist keine Atomreaktion passiert und es ist einfach nur diese Rakete während dem Start quasi noch im U-Boot explodiert und dieses gesamte U-Boot wurde zerfetzt. Man stelle sich nur vor, was passiert wäre bitte im Jahre 68, wenn eine Atomrakete auf Hawaii eingeschlagen wäre. Könnt ihr euch das vorstellen? Wahnsinn. Also dann wäre der Dritte Weltkrieg schon längst ausgebrochen gewesen, ja. Was ich damit sagen will ist, wir dürfen uns nicht darauf verlassen und offensichtlich gibt es hier Kräfte, die sich auf eben dieses Machtspiel verlassen. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass Atombomben nicht eingesetzt werden. Denn es kann immer, trotz aller Sicherheitsvorkehrungen, der Mensch ist schwach und sein Fleisch überhaupt, es kann immer dazu kommen, dass jemand die Fassung verliert, der zufälligerweise die Berechtigung hat, so ein Ding zu starten und es dann auch schafft. Und ich glaube, jeder von uns kann sich vorstellen, was das bedeutet. Ich möchte hier kurz darauf hinweisen, dass sich die Sprengkraft von Atomsprengköpfen seit Hiroshima und Nagasaki so dermaßen erhöht hat, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Ich möchte hier jetzt keine Panikmache starten, aber die Russen verfügen beispielsweise über einen Atomsprengkopf, der nennt sich Zar. Der hat dermaßen eine Sprengkraft, dass man den gesamten Großraum von Paris, und ich spreche hier jetzt inklusive aller Vororte, ich glaube, jeder weiß in etwa, wie groß Paris ist, inklusive, also wirklich bis zu den Stadtgrenzen, könnte dieses gesamte Gebiet innerhalb von Sekunden in Schutt und Asche legen. Das soll uns jetzt nicht alle zittern lassen vor dem Russen. Ich habe ganz ehrlich vor dieser Zarbombe viel weniger Angst als vor anderen Schweinereien, die von den Amerikanern. Keine
Macht, ob es eine Supermacht ist oder eine andere Supermacht. Keine Macht kann sich darauf verlassen, dass solche Waffen nicht in Einsatz kommen. Wir kennen die Dynamik, die passiert. Wir Menschen sind einfach schwach. Und wenn wir wütend sind, wenn wir Groll haben, dann machen wir Sachen, die uns im Nachhinein leid tun. Aber das hilft uns dann nichts mehr. Verrückt! Absolut verrückt! Ich glaube, langsam wird uns allen ein bisschen kalt. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute hier wart. Ihr seid der Beginn, ihr seid der Anfang. Es ist sicher nicht das Ende. Sprecht darüber, teilt es in den sozialen Medien. Wir haben heute ein Video, es gab sicher Fotos, es wird Postings geben, teilt es. Wenn ihr der Meinung seid, ja, hier wurden Sachen gesagt, deren Meinung ich bin oder mit denen ich etwas anfangen kann oder die mir Augen geöffnet haben oder die irgendwie euch weiterbringen, dann bitte sprecht mit euren Freunden, mit eurer Familie, traut euch drüber, auch wenn ihr werdet natürlich Gegenstimmen bekommen. Ich habe alleine heute, habe ich zweimal gehört, ah ja, genau, das ist ja, genau, das ist ja Wahnsinn, was dieser Putin macht, ausbombardieren. Arm schicken, KZ, keine Ahnung was. Ja. Das ist verrückt. Ihr werdet auf Gegenwehr stoßen. Bleibt bei eurer Meinung. Nehmt diese Leute, die euch das Gegenteil beweisen wollen, nehmt sie hierher mit, damit auch sie das hier hören. Ihr seid super. Danke. Peace und kommt gut nach Hause. Danke. Es geht weiter, Leute, es geht weiter. Habt ihr die ganze Nacht noch Zeit? Ja! Super! Seid ihr gut drauf? Ja! Ist euch kalt? Nein! Super! Das ist übrigens nicht die einzige Mahnwache in Österreich. Soweit ich weiß, gibt es, glaube ich, eine zweite in Salzburg. Die startet, glaube ich, erst. Allerdings nicht an einem Montag, sondern an einem Freitag, warum auch immer. Und es soll auch bei weitem nicht... Ja, vielleicht haben sie es nicht so ganz mitgekriegt. Ist ja wurscht. Genau, damit man beide auf beide gehen kann, genau. Ich hoffe, dass das nicht die einzigen zwei bleiben. Wenn man sich die Situation heute in Deutschland anschaut, die Städte, die hier mitmachen, das sind nicht nur Metropolen, ja, das sind auch kleine Kreisstädte. Durchaus, warum nicht eine Mahnwache St. Pölten? Warum nicht Kapfenberg? Ja, ganz ehrlich, warum nicht? Wie ich vorher gesprochen habe von dieser Dezentralisierung. Das reicht nicht nur hier jeden Montag da, hier zu sein. Oder nicht nur, dass die Leute nach Wien anreisen müssen. Bitte, die Leute, die hier heute angereist sind, erstmal super Respekt, danke dafür. Aber die Message, die ich euch auch mitgeben möchte, ist, egal in welchem Kaff, unter Anführungszeichen, ihr wohnt, ja, selbst wenn es 10 Einwohner hat, dann habt ihr immer noch 10 Leute, die ihr überzeugen könnt. Tu das. Danke. Habt ihr noch nicht genug? Seid ihr ja Wahnsinn. Ah, vielleicht ganz zum Abschluss noch ein Witz. Genau, fällt mir gerade ein. Naja, entschuldige, wenn wir schon so beieinander stehen. Oder? Wie sagt man eigentlich Frieden auf Wienerisch? Friedenäuder. Ganz einfach. Also, Friedenäuder. Kommt gut nach Hause, danke. Vielen Dank. Teilen. Was geht? Sagt es allen. Nehmt die Leute mit. Danke.